das hier? Ist ein Horn. Ich wusste es. Sie hatten also doch Hörner am Helm. Wusel, nein, das hier ist ein Trinkhorn. Daraus haben Wikinger getrunken und das stimmt wirklich. Aha. Weißt du auch, was so ein Trinkhorn außerdem ist? Was denn? Langweilig. Wusel, das ist doch nicht... Überraschung! Das, mein unbehaarter Freund, war eine total unlangweilige Spezialität der Wikinger. Der Überraschungsangriff. Ehe sich der Feind versah, waren die mit ihren schnellen Schiffen schon an Land und hatten alles erobert. Und deshalb rufe ich... Einen Schiffsbauwettbewerb aus? Einen Wikinger-Überraschungsangriffswettbewerb aus. Der Gewinner bekommt ein echtes Wikinger-Essen. Okay, abgemacht. Wer anfängt, erspielen wir mit Wikinger-Schnick-Schnack-Schnuck. Das kenne ich gar nicht. Doch, Bini, los, vertrau mir, los. Schnick-Schnack-Schnuck. Brunnen. Haha, der Schild des Ragnar Lodbrok. Das war ein sagenhafter Wikinger-Kämpfer. Und der überdeckt alles. Gewonnen! Ich darf beim Wikinger-Überraschungsangriffswettbewerb anfangen! Wusel, halt doch mal! Ja klar, wieso? So, mein Brunnen ist wieder frei, ich hab gewonnen! Ey, das ist unfair! Wieso? Überraschung! Damit überlisten Wikinger ihre Gegner, hast du doch gerade erklärt. So stellen wir uns die Wikinger meistens vor. Ungehobelte Kerle, die ständig auf Beutezug waren, andere Völker überfielen, Feuer legten und raubten, was das Zeug hielt. Das stimmt schon, aber Wikinger waren auch ausgeprägte Familienmenschen. Und so sahen sie aus. Es gab Krieger, Bauernfamilien, Händler und Handwerker. Als Wikinger bezeichnet man Völker, die vor ca. 1000 Jahren im Norden Europas lebten. Im heutigen Island, Norwegen, Schweden, Dänemark und sogar in Deutschland. Wikinger lebten in einer Sippe. Das ist so etwas wie eine sehr große Familie. Einer war immer der Chef und auf den hörten wirklich alle. In diesen Sippen lebten sie sehr friedlich zusammen. Männer und Frauen hatten unterschiedliche Aufgaben. Die Frauen versorgten den Hof, erzogen und unterrichteten die Kinder. Schulen gab es nämlich nicht. Und sie waren auch für die Hausarbeit zuständig, nähten und kochten. Und sie kannten tolle Tricks. So gab es schon Bügelbretter. Auf denen wurde die Wäsche mit einer warmen Glaskugel geglättet. Die Männer waren währenddessen unterwegs, um Handel zu treiben oder neue Länder zu erobern. Oft gingen sie nicht gerade nett vor. Sie brannten Dörfer nieder und nahmen sich einfach alles, was sie fanden. Dabei kamen viele Menschen ums Leben oder wurden als Sklaven verkauft. Doch nicht alle Wikinger waren so. Es gab auch welche, die siedelten sich friedlich an und lebten gemeinsam mit der Bevölkerung anderer Länder. Oh, hallo, diese Wuselpuppe hier ist Arnold Wusenegger, mein Stunt-Double. Er ist ein bisschen schweigsam und ziemlich eingebildet. Ja, doch. Du hältst dich wohl für besonders stark, was? Ja, wollen wir mal gucken, wer dem anderen länger in die Augen schauen kann? Dann los. Okay, du hast gewonnen. Aber jetzt wollen wir mal sehen, wer von uns beiden länger die Luft anhalten kann. Okay. Man merkt, er ist ausgebildeter Stuntman. Aber kannst du auch eine Überraschungsexplosion ab? Ja, kannst du. Naja, dann könnt ihr euch jetzt erstmal noch ein paar Videos angucken und ich unterhalte mich ein wenig mit Arnold. Damit hast du nicht gerechnet, was?